Mein Name ist Adrian Bente. Ich bin Mitarbeiter von eCult am Standort Vechta, von der Universität Vechta. Ich habe die Ehre, heute das Webinar von Ralf Steffen, den ich gleich noch eben vorstellen werde, zu moderieren. Ich ziehe mich dann auch gleich zurück, wenn Ralf dann das Wort übergeben bekommen hat. Und darf ihn aber noch mal eben kurz vorstellen. Dr. Ralf Steffen von der LUH aus Hannover. Er ist Mediator, Coach und freiberuflicher Trainer und Berater und schon seit vielen Jahren auch mit Formaten wie diesem hier, dem Webinar, beschäftigt. Also ein Fachmann gewissermaßen, der uns heute etwas zu E-Feedback, Audience Response, Verständnis erfassen, reflektieren und fördern erzählen wird. Er hat an der Leibniz-Universität Hannover studiert mit Schwerpunkt Planungskommunikation und Prozessmanagement. Seit 2003 ist er als Lehrbeauftragter und auch in der Forschung tätig, also schon einige Jahre dabei. Seit Juni 2014 leitet er das mediendidaktische Team an ELSA, also dem E-Learning Service, der E-Learning Service Abteilung, so ist es korrekt, und der zentralen Einrichtung für Weiterbildung an der Universität Hannover und ist auch als Projektleiter im Projekt eCult tätig. Seine eigenen Forschungsschwerpunkte liegen in der Medien- und Hochschuldidaktik, beim E-Assessment und das bringt er auch immer wieder hier im BMBF geförderten Verbundprojekt eCult mit ein. So viel der Vorrede. Ich freue mich, wie gesagt, darüber, dass es einige auch gibt, die über den eCult-Raum hinaus offensichtlich hier den Weg hingefunden haben, wie die Ergebnisse der kurzen Umfrage, die ich Ihnen ja gerade schon veröffentlicht habe, zeigt. Und wenn ich noch einen Hinweis geben darf zur Bedienung dieses Tools. Es ist folgendermaßen, dass Sie natürlich in erster Linie passiv zuhören werden, aber Sie haben die Möglichkeit, sich einzubringen. Und zwar kann das einmal durch dieses kleine Männchen, was Sie ganz oben sehen, was weiß, die Hand hebt, verschiedene Statusse ermöglicht. Das heißt, Sie können Rückmeldungen geben, die dann links in der Teilnehmerliste erscheinen. Sie können zum Beispiel mitteilen, dass es zu schnell ist oder dass Sie zustimmen, ablehnen, wie auch immer. Dann haben Sie die Möglichkeit, gegebenenfalls später noch Freitext einzufügen, beziehungsweise eigene ja, Zeichen auf dieses Whiteboard, was Sie in der Mitte sehen, das große Feld zu platzieren. Und Sie können natürlich den Chat nutzen. Ich möchte Sie darauf hinweisen oder ich möchte Sie einladen, wenn immer Ihnen eine Frage in den Sinn kommt, die in den Chat zu posten. Und Ralf wird dann versuchen, diese Fragen dann auch vollumfänglich zu beantworten. Also scheuen Sie sich nicht, entsprechende Fragen in den Chat, den Sie unten links finden, reinzusetzen. So, das war jetzt genug der Vorrede, denke ich. Ralf, ich würde dir das Stimmrecht erteilen und ich wünsche uns allen viel Spaß bei seinem Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Adrian, und hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit diesem kleinen Input, den wir in der letzten Webinarreihe auch schon hatten, durch Andreas Stöcker nochmal einen neuen Auftakt liefern kann. Mehr nochmal in die Fragestellung, was der eigentliche Zweck ist, und nochmal stärker in die didaktische Ecke zu gucken und aber am Ende doch ein kleines Tool auch vorzustellen, was wir im Moment hier in der LUH gerade ausprobieren und da auch unter dem Fokus großer Gruppen. Also das alte Problem, wie kann ich viele Menschen quasi aktiv in die Lehre einbinden? Deswegen der Titel, das Verständnis zu erfassen, reflektieren und zu fördern. Und dazu gibt es jetzt im mittleren Fenster ein paar Folien und wir machen zwischendurch ein kurzes Halt, denn das, was Thema ist, soll heute auch das sein, was ich auch zeigen möchte oder wir in dem Fall aus dem Projekt eCult. Und da freue ich mich ganz am Ende schon mal darauf, den Hinweis, dass auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Raum gerne auch ihre Erfahrungen da kundtun können, nochmal Fragen stellen können und schöne Ideen auch weiter verbreiten dürfen. Diese Informationen stellen wir dem Kreis dann auf unseren Internetseiten später zur Verfügung, sodass auch nichts verloren geht. Was ich zeigen möchte, das ganz kurz als Input zu diesem Allerwichtigsten, ist nämlich den Feedback auf den Lernfortschritt zu geben, also eine Lernunterstützung anzuregen. Und das nur als kleiner Input aus der Forschung, ist ja deutlich geworden aus dem Studienqualitätsmonitor von 2011, dass sich Studierende eine stärkere Rückmeldung wünschen auf den Lernfortschritt. Also es reicht nicht zu sagen, das sind die Ergebnisse, du hast die Note 1, sondern woran lag es? Und das entspricht auch mehr und mehr den Forderungen aus dem Bologna-Prozess der Kompetenzorientierung, nämlich Rückmeldung und Rückkopplungsprozesse anzuregen. Und nach Paula Watzlawick,
hat jetzt jeder schon gelesen. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Bevor ich die Antwort oder die Lösung, würde ich nochmal ergänzen, meines Gegenübers nicht gehört habe oder gehört habe. Also ein wesentlicher Punkt. Und da würde ich uns jetzt gemeinsam in den ersten vier Folien mal verorten, dass es uns ein Anliegen ist, darauf anzugehen. Denn viele sagen auch, na, in meiner Vorlesung von 90 Minuten habe ich eigentlich keine Zeit dafür, auch noch sowas einzubauen. Also bei großen Gruppen und 90 Minuten Vorlesung. Und die Frage ist ja, was kostet mich das an Aufwand und was bringt es mir an Effekt? Die Idee und das Ziel ist also, diesen didaktischen Ansatz des formativen Assessments, wir kommen gleich nochmal dazu, was das alles sein kann, punktuell einzupflegen. Und natürlich die Lernenden, also zeitnah oder den Lehrenden, damit die Möglichkeiten zeitnah oder sogar live in einer Veranstaltung, in einem Lernprozess, einen Lernstand zu reflektieren. Also ist es verstanden, ist es nicht verstanden, wie ist die Stimmung? Da gibt es ganz verschiedene Ansätze und natürlich auch klassische, also ohne elektronische Medien oder mit elektronischen Medien, verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, was Sie eigentlich konkret tun im Lernprozess, Sie stimmen über irgendeine Frage zu bestimmten gerade behandelten Themen ab. Das können natürlich spezielle Fragen sein, das können aber auch sehr allgemeine Fragen sein, das kann Meinungsbildung sein. Dazu im zweiten Teil einen konkreten Hinweis. Und das konkrete Ziel, und darauf müssten wir uns einigen, dass es uns ein Anliegen ist, Studierende auf diese Weise aktiv einzubinden und nicht quasi, wie ich heute noch in einem Beratungsgespräch gelernt habe, weg von dem Konsum. Dass Studierende oftmals, oder wir kriegen von Lehrenden oft den Hinweis, na, die sitzen dann da und wollen alles zum Download anbieten. Aber genau darum geht es uns nicht, sondern wir wollen zum Mitdenken über die gerade behandelten Lerninhalte dazu bewegen, darüber mitzudenken, selbst nachzurechnen, auch Ergänzungen zu machen. Und das ist eine interessante Botschaft, wie man das eigentlich tun kann. Viele von Ihnen werden da schon Ideen haben. Viele kommen ja aus dem Fach. Ein paar Namen der Teilnehmer kenne ich sogar. Also da ist am Ende nochmal die Möglichkeit, wirklich zu sagen, hier, da stehen nochmal gute Links, gute Ideen oder eine Veröffentlichung, weil unser gemeinsames Anliegen sollte genau das sein. Hier nochmal quasi grafisch gezeigt, wann tue ich das eigentlich? Formatives Assessment heißt ja, ich habe eine bestimmte Zeit unten auf der Achse und ich habe verschiedene Lernkurven verschiedener Teilnehmerinnen hier oder Teilnehmer. Hier sind es Hans, Franz und Susi und die sollen ja einen bestimmten Lernzuwachs erzielen. Und wenn sie etwas lernen sollen, zum Beispiel das Lernziel über Statistik, dann sehe ich hier, bei einem stelle ich fest, Mensch, der hat schnell begriffen. Und Franz zum Beispiel macht einen kleinen Umweg eigentlich in die, nicht mehr in das Koordinatensystem, sondern drunter her schon. Aber wie stelle ich das denn fest? Und dazu ist diese Möglichkeit oder die Möglichkeiten des Audience Response eine gute Möglichkeit. Und damit kommen wir zur ersten Reflexion, denn Sie sind natürlich auch gefragt. Ich würde nämlich gern von Ihnen wissen, wie wichtig sind Ihnen eigentlich Reflexion und Feedback in den Lehrveranstaltungen? Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie sagen, naja, ich habe gar keine eigene. Dann gehen Sie in Ihr tägliches Leben und überlegen einfach mal, wie oft ist es wichtig, eigentlich Reflexion und Feedback zu erhalten. Wir machen dazu eine kurze Skalenfrage, die wir gleich einblenden. Und auf der Skala von 1 ist ganz wenig bis 10, das ist ganz viel. Es ist mir sehr wichtig, das zu adressieren. Ich brauche dafür aber noch Tools oder Anwendungen oder gute Methoden. Bitte dazu punkten. Und die zweite Frage ist, was wenden Sie bereits an? Weil Sie natürlich mir jetzt zumeist unbekannt sind, die 14 Teilnehmer, die jetzt im Teilnehmerraum sind oder Teilnehmerinnenraum sind. Dort können Sie einfach nochmal kurz skizzieren, vielleicht mit einem Kurzsatz oder zwei Worten, was Sie bereits anwenden, dass wir so ein bisschen Eindruck haben, auf was ich aufbauen kann. Das würde mich sehr freuen. Bitte jetzt nicht in den allgemeinen Chat schreiben, sondern die Abfrage kommt genau jetzt. Also Frage 2, wie wichtig sind Ihnen Reflexion und Feedback in Ihrer Lehrveranstaltung? Skala ganz oben. Sie können das auch nochmal ändern, wenn Sie sich unsicher sind, können Sie nochmal zuordnen. 1 heißt, es ist mir nicht wichtig und 10 heißt, es ist mir sehr wichtig. Das nochmal zur Änderung. Also 10 ist viel, 1 ist wenig. 10 würde heißen, mir ist es total wichtig und ich versuche das möglichst oft zu machen. 1 heißt, ich habe dazu keine Zeit oder es geht auch nicht immer. Das können Sie jetzt selbst beurteilen. Und die Frage, was wenden Sie bereits an? Da haben wir schon einen Beitrag. Das heißt, Sie können da Methoden eintragen. Sie können aber auch kurz ein Stichwort geben, dass ich in meiner Vorlesung zum Beispiel jedes Mal eine kurze Umfrage mache per Handzeichen. Genau. Allein durch die Beobachtung ist schon ein Feedback möglich.
Feedbackbögen und Stimmungsbarometer sind klassische Methoden, die man gar nicht mit elektronischen Geräten machen muss. Ein-Minuten-Paper ist auch eine schöne Variante. Quasi das Auditorium hat eine Minute Zeit, das Wichtigste oder nach bestimmten Leitfragen, nach bestimmten Methoden, die man nehmen kann, Leitsätze, Fünf-Finger-Methode, über ein Blitzlicht. Genau, das ist natürlich auch, wie Herr Frank sagt, einfach die Hand melden. Hand melden, nicht die Hand heben. Den Finger heben. Gut, vielen Dank. Ein paar Methoden oder ein paar Anregungen haben wir gesammelt. Zum Teil, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, sind das alles Anwendungen, die zumeist jedenfalls haptisch sind, also im Raum mit Personen, die sich äußern müssen. Und da knüpfe ich mal an, da liegen ja oft so kleine Schwierigkeiten drin, denn wie kann ich die Studierenden oder meine Lernenden, theoretisch ist ja auch der Einsatz von Reflexion in Forschungsprojekten, aber anderswo möglich, wie kann ich die dazu anregen, den Finger wirklich zu heben oder sich zu äußern? Und da geht es immer um die Frage der Anonymität oder der des mutigen Herangehens an Fragestellungen. Und dazu jetzt im nächsten Teil ein paar kleine Dinge. Einsatz, warum mache ich das eigentlich? Also warum nehme ich Feedback und worum reden wir hier? E-Code ist ja ein Projekt, E-Competences, Learners and Teachers, was sich mehr mit den digitalen Einsätzen beschäftigt, ist aber trotzdem die Frage, worum geht es hier eigentlich? Also E-Feedback oder Audience Response, ein Gruppenrückmeldungssystem. Lernende richten eine Frage an die Lernenden. Und das kann zu ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Und die zeigen dann die Antwortmöglichkeiten auf. Von klassischen einfach melden, aber, und das ist dann elektronisch gut möglich, ich kann mehr Fragen in einer stellen. Über numerische Fragen, ich kann Bildfragen stellen, ich kann sogar Freitextfragen stellen. Dann antworten die Lernenden und dadurch habe ich eine Rückmeldung über das, was ich eigentlich fragen wollte. Das ist eine wichtige Größe, denn da kommt der große Komplex rein, wie stelle ich eigentlich welche Fragen für welche Anwendungen. Diese Abstimmungsergebnisse sind dann für alle sichtbar, das sehe ich natürlich im Auditorium mit 400 Leuten auch. Ich kann es aber dann nochmal anders einbinden, zum Beispiel über eine Freitextfrage, über durch eine Zahlenangabe oder andere Dinge. Ich habe einfach nochmal mehr Möglichkeiten, mit den Ergebnissen auch didaktisch umzugehen. Jetzt zeige ich nochmal einen kleinen Überblick zur Methoden. Ich habe hier mal vier verschiedene gelistet. Die erste, die klassische, da könnte ich an das anknüpfen, was Sie schon benannt haben, in der Abfrage von eben Handzeichen, Karten, Punkte. Da gibt es sehr viele. Es gibt sehr schöne Seiten, zum Beispiel beim Beteiligung Bürgergesellschaft, mitarbeit.de, gibt es viele schöne Handzeichenmethoden, Feedbackmethoden, die klassisch sind. Die Informationen hinterlassen wir am Ende nochmal auch in der Sammlung, müssen Sie sich jetzt gar nicht aufschreiben. Und drei besondere Bereiche, die kursieren eben und die mit elektronischen oder mit mehr digitalen Gerätschaften möglich ist, sind diese drei Peer Instruction, Live Feedback und Just-in-Time Teaching. Und die würde ich kurz vorstellen, damit Sie, die noch keine Ahnung davon haben oder wenig darüber wissen, das kurz nochmal nachvollziehen. Peer Instruction heißt, es gibt eine Aufgabe, die Aufgabe wird gerechnet, das kann live in der Veranstaltung sein, in einem großen Hörsaal, dafür nehme ich dann meinetwegen der 5 Minuten Zeit und ich erbitte mir ein Feedback, eben über ein Abstimmungstool, da gibt es ja sehr, sehr viele, die möglich sind, auch da kriegen Sie später noch einen Hinweis. Und dann kommt eigentlich der Kern des Peer Instruction, nämlich das Peer-Gespräch des Sitznachbarn mit den Sitznachbarinnen oder der Nachbarin mit dem Sitznachbar. Und die besprechen dann eigentlich, Mensch, warum hast du das denn getippt und warum das? Und darauf gibt es dann nochmal ein Feedback. Das heißt, diesen Prozess kann ich dann eigentlich zirkulär immer wieder machen, bis ich eine entsprechende Lösung habe oder eine entsprechende Meinungsbildung. Ist ja die Frage, ist es eine richtig-falsch-Antwort oder eine Zustimmungs- oder Ablehnungsfrage? Oder gibt es mehrere Möglichkeiten, Meinungsbildungsprozesse? Und dann gibt es eine Lösung. Lösung eher dann, wenn es eine mathematische Aufgabe zum Beispiel ist. Und dazu die Quelle, der Schöpfer, das ist schon von 2006, war Eric Masur. Dann haben wir den Bereich des Live-Feedback und das kann man spontan zu unterschiedlichen Prozessen natürlich einsetzen. Live heißt, ich kann jetzt hier dann nochmal fragen, na, sind Sie alle noch dabei? Hören Sie alle zu? Können Sie meine Stimme hören, wie am Anfang der Abfrage? Über dieses Tool, Adobe Connect, könnte man das sehr leicht realisieren. Im Vorlesungssaal mit 600 Leuten ist das schwierig. Natürlich wieder, komme ich wieder nach oben per Handzeichen. Wenn mir das reicht,
mit roten, gelben, grünen Karten, dann ist das völlig okay. Dann müssen Sie auch gar nichts Neues einführen. Aber viele sagen eben, ach, ich möchte das eigentlich differenzierter haben, möchte damit arbeiten. Und da kommen wir zum nächsten Schritt und der zerrt die Veranstaltung ein bisschen auseinander. Das ist nämlich Just-in-Time-Teaching. Das heißt, es gibt eigentlich im ersten Schritt eine Vorerarbeitung von Aufgaben. Die gebe ich vorher raus über ein Lernmanagementsystem oder eine Zettel, die ich vorher in der letzten Sitzung austeile. Und die Lehrenden sichten und reagieren dann just in time auf das Ergebnis und können dann in der Vorlesung selbst oder in der Veranstaltung selbst nochmal auf die Bedürfnisse der Lernenden das anpassen und dadurch die Reflexion fördern. Das ist auch beschrieben in vielerlei Literatur. Da müssen wir jetzt gar nicht vielleicht in die Tiefe gehen. Ich zeige mal ein Bild, was ich sehr schön finde von der Ostfalia in Wolfenbüttel. Hier nochmal die Möglichkeit digital Feedback und Reflexion. Was heißt das eigentlich? Und da kommen sehr viele Begriffe durcheinander oder werden auch nebeneinander und parallel genannt. Es meint im Grunde genommen immer das Gleiche. Bekannteste ist von Günter Jauch, sowas wie elektronische Abstimmungssysteme, interaktive Abstimmungssysteme, wie auch immer. Und was wir dann haben, ist eigentlich dieses Bild. Quelle ist das CEL, ist ein Förderprojekt, auch gefordertes Projekt vom BMBF, Just-in-Time-Teaching. Und das zeigt nochmal sehr schön oben in dem linken Bereich, dass es ein Resource Pool gibt, der Studierenden, der Lehrenden. Und wenn man jetzt ganz dem äußeren Fall folgt, der ganz in die Runde geht, ich skizziere das mal mit meiner Maus hier oben, dann komme ich dann direkt zu einem Abstimmungs-Tool. Das kann so ein elektronisches Gerät sein, das kann aber auch natürlich eine Kartenmeldung sein oder ein Gespräch im Hörsaal. Und hier kann ich sehr viele Zwischenwege gehen. Hier zum Beispiel die Science to Students, dass ich hier die Discussion vorher anrege, also über ein Forum, ein Wiki, wie auch immer, das vorstrukturiere, da gibt es schon mal einen Austausch, das wäre quasi das Peer-Gespräch. Und das nehme ich dann wieder zurück in meinem Feedback und bringe es dann in meiner Lehrveranstaltung wieder ein. Informationen zu diesem Modell und zu dem Hintergrund finden Sie auf der unten genannten Seite, auch die sehen Sie später nochmal in den Sammlungen unserer Unterlagen. Und das leitet mich jetzt nochmal über in eine Aufstellung, die die Kollegen aus Frankfurt gemacht haben, von der Goethe-Universität, Georg Peetz und Ahmed Kamuka. Und die haben nochmal gegenübergestellt, was eigentlich mit dem Tool, was ich gleich nochmal kurz zeigen möchte, möglich ist. Die meisten, die von quasi Feedback reden, reden von der Möglichkeit, eine Einzelabfrage zu machen. Aber hier finde ich nochmal sehr schön dargestellt, dass es in diesem Übergang von Single-Choice, Multiple-Choice und Freitext viele Möglichkeiten mittlerweile gibt. Ich beginne mal beim obersten, eine Meinungsabfrage, ein Blitzlicht, eine Evaluation, Auffassung zum Seminarverlauf. Das erübrigt sich bei sehr kleinen Gruppen, weil man oft miteinander spricht, aber auch das ist interessant, wenn man es anonym, gerade bei schwierigen Gruppen oder konflikthaften Diskussionen machen möchte, wenn es um Meinungsbildung geht, auch bei politischen Themen, dann ist gerade die Anonymität natürlich ein Vorteil. Könnte man natürlich auch mit Zettel schreiben und die Zettel nicht benennen und im Hütchen einsammeln und dann wieder kundtun. Hier wäre es eben über einen konkreten Text oder eine Meinungsabfrage per Multiple oder Single Choice möglich. Es gibt die Reflexionsfragen, das heißt eher eine individuelle Aneignung, Kompetenzorientierung, Vertiefung von Kenntnissen, also den Transfer zu schaffen für mich selbst, habe ich das eigentlich verstanden? Würde ich genauso abstimmen wie andere? Und dazu kommt auch der Bereich der Wissensabfragen. Das wäre jetzt eine klare Frage in die Runde. Könnte ich jetzt stellen, wann wurde Goethe geboren? Jetzt könnte jeder unten in den Chat eintippen, der das weiß. Und die anderen könnten sehen, ach Mensch, das habe ich auch gewusst oder habe ich nicht gewusst. Also ein konkreter Einsatz von Fachbegriffen, von Daten zur Kopplung mit dem Verständnis zu den Daten oder dem Wissen. Dann natürlich, das kennen auch die meisten, die quasi Anwendungsfragen, das motiviert, Kasus ist der Fall, also fallbasierte, motivierte Vertiefung, Fallbeispiele zu bearbeiten, fallorientiertes Lernen ist ein interessanter Fall, wie kann ich eigentlich das übertragen, also kommt von den reinen Wissensfragen mehr über die Transferfragen oder Anwendungsfragen. Und auch da gibt es alle Möglichkeiten, ich kann das nämlich als Single-Choice-Frage stellen mit einer Antwortmöglichkeit, ich kann auch mit Freitext arbeiten, also über das Tool, oder dies, was ich nachher noch vorstellen will, könnte ich auch Freitextfragen stellen und die vorne sichtbar machen. Das könnte ich auch mit einem Twitter, könnte ich auch in StudiP natürlich mit einem offenen Wiki machen. Da ist nur die Frage, wie binde ich das alles in meinen technischen Ablauf an. Verständnisfragen, das
nutzen wahrscheinlich viele. Rückfragen live stellen, Diskussion eröffnen, ist alles verstanden. Brainstorming-Fragen, auch das ist gut möglich. Dazu brauche ich aber auf jeden Fall einen Freitext. Ich kann natürlich auch Multiple Choice als Zustimmung nehmen oder Ideenentwicklung, aber gerade eine kollektive Begriffssammlung kann ich mit diesen Tools gut machen. Es gibt auch freie Tools, wie zum Beispiel Linuit. Das ist so ein freies Brainstorming-Tool. Da kann ich auch über ein Endgerät, mobiles Endgerät, meine Begriffe dort posten und ich kann es auch an der Fläche moderieren. Auch das ist eine Möglichkeit, Live-Reflexion zu machen, genau wie die Assoziationsfragen, die Sammlung von Assoziationen, Auswertung auf Grundlage für weiterführende Überlegungen oder die Fragen zur Vorerfahrung, das was dann in die Richtung des Online-Self-Assessment eigentlich schon geht, Ermittlung von einstimmigem Vorwissen. Ja, und die letzte Frage, die unten noch steht, Einfluss auf den Seminarverlauf nehmen, Kollaboration anregen, gemeinsame Interessenschwerpunkte setzen, das überstreckt sich wieder auf alle drei Bereiche. Das ist nämlich die Beteiligungs- oder Partizipationsfrage. Und was wir hier links nochmal haben, diese Live-Feedback-Frage ist eine Besonderheit in dem System Ars Nova. Das würde ich nochmal gleich zeigen. Das ist nämlich die Ermittlung aktueller Stimmungsbilder. Das heißt, das System hat es später so geregelt, dass es drei Bereiche gibt zum Feedback geben, nämlich neben einer Fragestellung auch nochmal mit Smileys zu arbeiten und auch mit Freitext zu arbeiten. Das sind so ganz unterschiedliche Erfahrungen, die ich einbringen kann. Und das interessiert mich natürlich gleich auch nochmal, mit welchen Fragetypen oder was können Sie sich auch vorstellen, mit welchen Art von Reflexions- oder Frageformaten arbeiten Sie eigentlich? Das würde dann nämlich nochmal tiefer in die Didaktik gehen und sagen, na, wie stelle ich denn eigentlich dann diese Fragen gut? Deswegen Reflexion 2, mich würde interessieren, welche Prozesse haben Sie bereits schon angewendet? Ich hatte eben erzählt, das Peer Instruction, Live Feedback oder Just-in-Time Teaching. Einmal gibt es dazu gleich eine kleine Frage. Und welche Fragetypen haben Sie bereits angewendet? Also im Bereich Meinungsumfrage, Single Choice, Multiple Choice, Freitext, die verschiedenen, die da stehen. Ich hoffe, das kann man gut lesen. Dann würde ich Sie jetzt bitten, das in dem linken, also die, welche Fragetypen sind links zugeordnet. Da müssten wir doch das Fenster gerade ganz aufziehen, falls Sie das nicht ganz sehen können. Dann verdecken wir zwar oben ein bisschen was, aber das ist ja nicht so schlimm. Das würde mich nochmal interessieren. Ja, vielen Dank. Kurzer Bezug zu der Frage 1, also die steht oben rechts. Welche Prozesse haben Sie bereits angewendet? Ein Großteil Peer Instruction und Live Feedback. Das ist spannend. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass doch so viele schon damit unterwegs sind. In dem ersten Webinar, was wir letztes Jahr hatten, waren das noch sehr wenige, die da mitgearbeitet haben. Umso schöner, dass es eine konkrete quasi Weiterentwicklung gibt. Und in der linken Frage, welchen Fragetyp haben Sie bereits angewendet? Auch das ist sehr spannend, denn ich kann ja jede Frage auch nochmal modifizieren. Und das ist spannend, dass da auf jeden Fall die Wissensabfrage und die Verständnisfragen noch im Vordergrund stehen, aber auch viele in Assoziations- und Partizipationsfragen arbeiten, auch Live-Feedback einsetzen. Das ist auch nochmal für uns interessant und da können wir am Ende auch nochmal vielleicht ein bisschen zu diskutieren, soweit das eben in diesem Chat möglich ist, was eigentlich die besonderen Herausforderungen sind, auch gute Fragen für diese Prozesse zu stellen. Und ich habe, das kann ich schon mal einpflichten, eine kurze Nachfrage. Gibt es das Webinar auch zum Nachschauen und die Folien zum Download? Ja, wir stellen die bereit. Sie sind ja über den Zugang der Webinare reingekommen und in dieser Seite der Uni Göttingen oder auf der eCult-Seite gibt es einen Link. Da werden wir das nochmal komprimiert darstellen. Wir werden auch die quasi die Antworten einbinden, dass man einen Eindruck hat, wie das funktioniert. Und auch Ihre quasi weiteren Ideen, die wir am Ende von Ihnen gerne abholen würden, können Sie da nochmal nachlesen. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich mit dem eCult-Projekt in Kontakt zu treten, auch wenn Sie da Interesse haben. Mensch, ich würde gerne auch Anfragetypen im Bereich E-Assessment gerne mehr arbeiten. Sind Sie herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden, an Adrian Behnte oder an mich oder Nika Beck oder Sie suchen auf der Internetseite, da würden wir uns freuen. Dann gehen wir weiter und schauen uns nochmal konkret an, wie das Ganze dann ganz praktisch aussieht, wenn wir mal davon ausgehen oder ich davon ausgehe, meine Hörsaalfrage hat einen bestimmten Zweck erfüllt und ich würde Ihnen gerne etwas zeigen, ein System, vielleicht Adrian, wir nehmen das nochmal kurz raus, ich schiebe es mal zur Seite, worum es im Grund geht. Denn was ich jetzt tue und was ich nicht per Handzeichen tue, sondern per digitalen Einsatz, heißt, ich habe verschiedene Abstimmungsgeräte, die ich irgendwie an den Dozenten, hier ist es der Laptop, über USB
über WLAN irgendwie ansteuern kann. Das kann ich auch über das normale Funknetz natürlich tun. Und das Prinzip, und das wissen die meisten, weil ja schon viele damit arbeiten, ist dann, dass ich über diese festen Systeme zum Beispiel, die es ja gibt, über den Sender, den Handgerät, das Handgerät, in das die Lösungen eingetippt werden, den Empfänger und die Software, die das mir auf dem Bildschirm und dann eben für alle über den Beamer darstellt, sehr gut transportieren kann. Also sehr zeitnah diesen Rückmeldungsprozess installieren kann und alle in meine aktive Handlung einbinden kann. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gerätschaften. Da muss man sich dann als Hochschule immer irgendwann überlegen, was für eine, hier steht Klickergeräte oder Audience Response Gerät, möchte ich denn nutzen. Auf der linken Seite oder unten mehr sieht man viele Geräte, die, sag ich mal, noch mit Knöpfen und Festgeräte sind. In den USA gibt es ja viele Hochschulen, da kauft sich jeder am Anfang ein Klickergerät und hat das dann die ganze Zeit dabei in seinem Studium. Mehr und mehr wechselt dieses System aber auf die mobile Version, also auf mobile Endgeräte, die dazu dann sehr gut nützlich sind, auch mehr nur zu tun, als eine Zahl einzugeben, sondern mit komplexen Worten oder auch anderen Dingen zu arbeiten. Wichtig für die Anschaffung, auch da beraten wir in eCult gern, sind verschiedene Kriterien. Und das sollten Sie beachten. Ich hatte gerade letzte Woche ein Beratungsgespräch und da hat eine Lehrende mir gesagt, die haben 200 Klickersysteme, die haben zwei große Koffer, da gehen sie mit raus und das haben sie über 1,5 Jahre. Und da ist irgendwann mal die Qualität, weil die Geräte leiden, dann geht irgendeine Taste nicht mehr, dann muss die Verarbeitung der Geräte einfach gut sein, die Batterielaufzeit muss man darauf achten, denn wenn die irgendwann nicht zwischendurch nicht mehr gehen, dann hat man einfach einen gewissen Wartungsaufwand. Das ist gar nicht schlimm, man muss nur darauf achten. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, nur als Kriterien sollten Sie es heranziehen. Dann ist natürlich die Frage nach der Installation der Software und der Betriebssysteme. Geht das überall? Kann ich es in meine Präsentationsprogramme wie in PDF, wie in PowerPoint einbinden oder eben nicht? Oder in der Usability, wie ist das eigentlich im System, in der Software mit Anlegen und Beantworten der Fragen? Das System, was wir gleich vorstellen, dazu brauche ich einen Account. Ich kann das auch mit Google und mit Facebook machen, aber das ist natürlich für manche ein Tabu. Und auch da muss man gut überlegen, wenn ich etwas einführe, wie möchte ich das gern machen. Einbindung in die vorhandene IT- oder IT-Infrastruktur. Nicht alle Systeme sind einfach dann zu benutzen. Wir hatten in der ersten Phase der Nutzung verschiedener Abstimmungssysteme auch oft das Problem, dass das WLAN gar nicht funktionierte, wenn 600 Leute gleichzeitig auf einen Knopf drücken. Das war uns gar nicht so klar, aber da muss man mit der Datenlast, mit dem entsprechenden Rechenzentrum einfach vorher mal sprechen, ob die prüfen können, ob das funktioniert. Sonst mit extra WLAN-Stationen nochmal arbeiten, dass das überhaupt funktioniert. Das ist die Stabilität des Netzes. Und wenn wir zum Beispiel das gleich ausprobieren und wir gehen auf den Server der Technischen Hochschule Mittelhessen, dann liegen die natürlich nicht hier um die Ecke, sondern sitzen irgendwo in Hessen. Und da ist die Frage, funktioniert das, wenn da gerade über 1000 Leute zugreifen, nicht aus diesem Seminar, sondern wenn gerade parallel vielleicht eine Veranstaltung dort stattfindet. Und natürlich die Kosten. Die können Sie selbst ausrechnen. Jedes Gerät mit einer entsprechenden Menge an Ausstattung braucht, naja, so und so viel Geld für die Anschaffung. Und da ist eben die Frage auch des Transportes, der Lagerung, wie man das machen kann. Die Alternative sind eben die mobilen Endgeräte. Das heißt, jeder hat ein, vielleicht Ihrer Studierenden hat ein Laptop, ein iPad, ein Smartphone. Vielleicht aber auch nicht jeder. Und da ist eben vorher zu prüfen, können alle darauf zugreifen oder wie kann das funktionieren? Da können andere Kriterien dazukommen. Wie gesagt, ich würde das jetzt gar nicht an dieser Stelle weiter ausführen. Aber wenn Sie dazu Fragen haben oder Interesse haben oder schöne Kriterienlisten haben, die wir weiterverteilen dürfen, wäre auch das prima. Im Bereich mobile Endgeräte gilt Bring Your Own Device. Das ist so in der allgemeinen Hochschuldidaktik bekannt. Und hier mal ein Screenshot eines Mobiltelefons mit einem Link zu Ars Nova der Uni Halle. Neben der Technischen Hochschule Mittelhessen, wo Ars Nova, wo wir eine Nutzungsvereinbarung haben, dass wir es nutzen dürfen, gibt es das auch Ars Nova an der Uni Halle, dort auch im Hochschulverbund Sachsen-Halle eingebunden. Und dort gibt es ein sehr schönes Wiki. Sie können da natürlich jetzt schon mal drauf klicken, nur wahrscheinlich werden Sie dann mich verlieren, aber noch hören. Ein schönes Wiki über das Audience Response, über das Ars Nova System, das es jetzt nur hier gibt. Ich weise aber gerne am Ende auch noch mal hin auf das N2E2-Projekt, der Vorgängerprojekt der BMPF-Projekte eCult und anderer, liegt beim Elane V. Hallo nach Oldenburg, auch da sind ja ein paar Teilnehmer hier im Raum.
Auch da gibt es eine tolle Sammlung verschiedener Systeme, Vor- und Nachteile. Also da machen wir nichts Neues, wir bauen auf Erfahrung auf und da ist es einfach schön, wenn Sie Lust haben, auch diese Erfahrung zu ergänzen. Ich finde nur das Wiki der LSS LZ sehr schön, weil das sehr gut dargestellt ist, wie Sie sich dadurch navigieren. Und da es jetzt um eine praktische Anwendung geht, würde ich das gerne auch mit Ihnen einmal machen. Das machen wir aber nicht auf diesen, also einmal aufpassen. Ich ziehe dieses Ars Nova der Uni Halle mal wieder in den Hintergrund, sondern wir würden das in diesem Link tun, also unter https://, den können Sie auch weglassen. Sie können einfach nur eintippen arsnova.eu/blog. Dann kommen Sie in den Blog, der Sie informiert über das System. Und damit wir das einmal ausprobieren können, müssten Sie nur arsnova.eu eintippen. Wir können das mal zeigen, Adrian, wenn du mich gleich einmal hier oder den Desktop freischaltest. Ich sage nur kurz, wie wir vorgehen, damit wir Sie nicht verlieren. Wir probieren es so aus, dass Sie sich anmelden. Sie wählen eine Rolle aus. Ich sage Ihnen dann, welche. Sie melden sich an. Dazu brauchen Sie eine Session-ID. Die sage ich Ihnen durch. Und dann gibt es eine kleine Frage und Antwort, die wir spontan erstellen können. Und dann können Sie einfach mal voten und sehen dann gleichzeitig hier auch im Bildschirm, was Sie tun. Also, Sie melden sich an. Das ist der erste Schritt unter arsnova.eu/mobile. Das können Sie jetzt einfach mal tun, das eintippen. Ich kann das hier links auch nochmal in den Chat tun. Und dann würde ich Sie bitten, einmal auf das Studenten, auf den Studenten-Button zu gucken, nicht also zu drücken und nicht auf Dozent. Das heißt, Sie sind dann in einem weiteren Fenster, wo Sie sehen, eine Auswahl sehen an Gast, Ars Nova, Facebook, Google oder THM. Wenn Sie da kurz verweilen, würde ich Ihnen zeigen, wie das bei uns aussieht. Einmal bitte aufs Dozent drücken hier, Bedienung anfordern. So. Und dann kommen Sie auf diese Einstellungsmaske und klicken bitte auf Gast. Der Gastzugang ist dann der, der Ihnen anzeigt, dass Sie einen Zugangsschlüssel brauchen. Und den gebe ich Ihnen jetzt ein. Das machen wir jetzt quasi live. Denn hier sehen Sie in meinem Fenster, wenn Sie nochmal zurück in die in das Meeting kommen, dass ich eine neue Session anlege. Und diese Session lege ich an mit einem Kürzel. Da schreibe ich jetzt mal eCult rein. Und die maximalen Zeilen des Kürzels sind eigentlich egal. Das ist jetzt nur eine Fragereihe oder eine Zahlenreihe. Die brauchen Sie jetzt nicht. Das Entscheidende kommt jetzt, nämlich wenn ich die Session anlege, erscheint oben die Session-ID. Also diese Zahl, die 56210273, die brauchen Sie. Den können Sie, diesen Zugangsschlüssel geben Sie bitte bei Ars Nova ein. Aber da warten Sie bitte noch mit dem Beitritt, denn ich habe hier noch keine Frage erstellt. Also ich werde jetzt mal die Hörsaalfrage einstellen. Und Adrian, wenn du einmal kurz die Session-ID in den Chat eintippen kannst, dass sie sichtbar bleibt. Die 56210273. Genau, vielen Dank. Und dann gehe ich auf die Hörsaalfrage und dann ist es eigentlich jetzt quasi live. Ich kann hier auswählen zwischen verschiedenen Fragemöglichkeiten. Oben die Abkürzungen stehen für Multiple Choice, Single Choice, Textfragen, Bildfragen. Ich kann also Bilder hinterlegen, wo Studierende dann live etwas markieren sollen. Das geht auch mit den mobilen Endgeräten. Wer also dabei hat und jetzt mein mobiles Endgerät dabei hat, kann gern auch das nochmal machen. Ich zeige das mal hier auch mit diesem Gerät, was ich hier in der Hand halte. Auch da mache ich das, was Sie auch machen, den Gastzugang und dann die Session-ID, den Schlüssel eingeben, die 56. Das ist immer das Problem an dem Chat. Wenn der Chat wandert, ist die Nummer verloren. Vielleicht kannst du das nochmal gerade in den Raum eingeben, die Nummer. Ich gehe nochmal zurück. Also das ist eigentlich das Entscheidende, dass Sie die Session eingeben, die Session-Nummer. Das brauchen die Studierenden, das kann man auch mit einem QR-Code machen. Also da haben Sie die Möglichkeit, dann das quasi über einen Scanner, Scan-Problem oder einen Scan abzuholen. Nochmal die Nummer 56210273. Und dann gebe ich hier einmal eine Frage ein. Dann können Sie jetzt schon mal sehen, wie das funktioniert. Neue Hörsaalfrage. Also bin jetzt im Raum. Und da würde ich jetzt einschreiben, was trinken Sie gern. Das ist natürlich jetzt nur eine quasi ein Titel, wiederhole ich nochmal, eigentlich ist oben dann der Titel und unten die Frage. Und ich kann dann hier unten die Antwortmöglichkeiten eingeben, neben Tee und Kaffee.
oder meinetwegen Saft. Jetzt sind 4 Fragen, die kann ich hier reduzieren über das Plus und Minus und kann dann diese Frage speichern. So, die Statistik ist freigegeben. Sie könnten jetzt auf den Session-Code gehen, den Schlüssel eingeben und der Session beitreten. Und dann gibt es in Ihrer Anzeige, es gibt eine neue Frage. Sie können diese Frage beantworten. Und da können Sie einfach mal eingeben, was Ihnen am besten schmeckt. Und ich gehe mal in die Statistik. Die ist hier links mit dem blauen Symbol dargestellt. Und das ist dann immer das, was ein bisschen dauert. Das liegt eben an der Serverlast. Oben rechts bei Frage sehe ich die Antwortmöglichkeiten. 4 von X. Das ist natürlich jetzt nicht bekannt. Jetzt sind es schon 8. Und da muss man gerade, wenn man mit 600 Studierenden oder über 200 arbeitet, einfach einen Moment warten. Wenn man das System selbst installiert hat, wie auch bei allen anderen technischen Systemen, dann dauert das mal ein bisschen. Irgendwann ist so eine gewisse Sättigung erreicht und dann reicht es auch, quasi dann abzuwarten und zu sagen, so, jetzt beende ich die Abfrage. Ich habe jetzt gesehen, am meisten die 55% der Befragten trinken Tee, für 27% Kaffee und 18% Saft. Und dann könnten Sie mir noch mitteilen, wenn Sie jetzt zurückgehen in dem Modus, wie denn Ihre aktuelle Stimmung gerade ist. Das machen Sie über das Feedback geben. Da gibt es hier die Möglichkeit, über Smileys das zu tun. Das sehen Sie in Ihrer Anzeige über das Live-Feedback. Und da könnten Sie mir noch mal kurz sagen, ob Sie folgen können, wie weit sind Sie da. Und da kommt auch dann die Abfrage, ich habe eine Frage. Und das wäre interessant, denn da unten sehen Sie schon, hier unten auf dem Fragezeichen ist eine rote 1. Das ist quasi wie ein paralleler Twitter oder ein Posting-Account. Da kann ich jetzt sagen, da hat jemand eine Frage eingegeben, zum Beispiel, was trinke ich noch lieber? Und das sollte natürlich dann eine fachliche Frage sein, das kann eine Verständigungsfrage sein, oder eben da genau das Brainstorming zu nutzen. Das Tool ist eine freie Entwicklung aus einem BMBF-Projekt. Wenn Sie es nutzen, freuen sich die Entwickler der Technischen Hochschule Mittelhessen über eine Auskunft darüber. Und ich habe jetzt gerade im Blog hier nochmal oder im Chat gelesen, komisches passiert nichts. Dann einfach nochmal probieren. Sonst können Sie das auch ganz eigenständig probieren, falls wir jetzt nicht von überall einen optimalen Zugang haben. Lege ich Ihnen einfach den Blog oder diese Wiki-Seite ans Herzen. Ich kriege jetzt die Nachricht, dass das Feedback zurückgesetzt wurde. Ja, genau, das habe ich auch bekommen. Da kümmern wir uns jetzt einfach mal nicht drum. Das System ist ja so, erstmal, dass man sehen kann. Jetzt kommt eine Antwort hier. Feedback-Funktion, habe ich im Moment einen Bug. Ja, das kann auch sein. Also da ist eben die konkrete Ansage, die Erfahrung, die wir gemacht haben, mit 400 Studierenden ist das noch nicht sehr stabil. Es sollte über ein Smartphone funktionieren, ja. Ich kann das hier nochmal zeigen. Ich habe das eben hier eben auch gemacht und habe hier quasi eine Frage abgegeben. Alle weiteren Entwicklungen, auch dazu können wir gerne Aufkunft geben, aber da ist die Uni Halle eben die Links, den ich hier gepostet hat. Ich schiebe ihn nochmal hier in die Mitte. Das Wiki des LLZ Uni Halle, die haben da schöne Sachen entwickelt. Damit das aber gar nicht so lastig zu dem System, was ich jetzt vorgestellt hier in diesem Seminar oder in diesem Webinar wird, würde ich da einfach gern weitermachen. Ein kleiner Einblick in die Anwendung in der Beratung. Auch da ist natürlich noch spannend, was auf Sie vor allen Dingen zukommt, wenn Sie auch beratend tätig sind. Die Anwendung in der Beratung, unsere Anwendung waren oft, wir hatten ein technisches Tool vorher installiert, das hieß EduVote. Das ist allerdings nicht kostenlos und unsere Lehrerinnen haben gesagt oder auch die Hochschulleiter haben gesagt, gibt es nichts Alternatives. Dann kommt natürlich aus vielen Ecken irgendwelche Ausprobiereffekte und wir haben uns dann entschieden, erstmal nur eins quasi mit einer Beratung anzubieten. Ich weiß, dass hier auch Hardware-Systeme wie Clicker und Turning Point installiert werden an der LUH in Hannover. Es gibt Mentimeter, es gibt auch noch EduVote, das durch Selbstverträge, also Institutanverträge geschlossen läuft. Das ist ja jedem selbst überlassen. Das Wichtigste für uns ist, davon zu wissen und in der Anwendung und Beraten eben Lehrende und Lernende davon quasi in Kenntnis zu setzen. Und das Größte, die größte Frage ist eben dann, wenn hochschuldidaktische Kurse laufen, wenn Interesse an der Erprobung neuer Lernkonzepte, also
eben Just-in-Time-Teaching oder solche Sachen kommen. Lernende fragen das auch oft an, weil auch die könnten das ja frei nutzen zur Organisation, Studienorganisation oder auch für Abstimmungsprozesse. Auch das haben wir schon, davon haben wir schon von gehört. Leider haben wir natürlich da keinen Einfluss und auch keinen Einblick, wie die es nutzen. Und das natürlich, und das spiele ich nochmal zurück zum Anfang, wenn Studierendenfeedback wirklich gewünscht ist. Also kein reiner Frontalunterricht oder im klassischen Vorlesungsstil. Das heißt aber, in der Beratung ist es dann oft so, dass wir sagen, da muss man einfach Zeit für planen. Auf der Seite der Ostfalia gibt es eine schöne Anleitung und auch Herr Professor Riegler von dort hat dazu Veröffentlichung gemacht, was so ein Mindestzeitraum ist, den ich brauche für so eine Interaktion. Das ist immer gut, das einfach mal auszuprobieren und die Studierenden eben auch davon in Kenntnis zu sagen, hier, ich möchte es mal ausprobieren, gerade wenn es um die Vermittlung komplexer Lerninhalte geht. Das ist oft gut, dass man einfach diesen Zwischenschritt wählt, also einen Response sich zurückholt. Meinungsbildung in Gremien, wir haben ja oft den quasi Abstimmungsprozess, den es auch in kleinen Gremien gibt, auch bei Auswahlgesprächen oder so. Und da war bei uns immer klassisch, dass es Zettel gab, die wurden ausgeteilt und dann quasi anonym in den Hut getan und ausgezählt. Das ist natürlich über so ein Tool auch schnell machbar. Auch das nutzen die Studierenden hier in kleinen Projekten. Und ein Bereich, das wurde auch an der Ostfalia schon mal ausprobiert, sind Prüfungen damit zu gestalten. Also da gibt es den Zettel, das geht allerdings nur mit kodierten Abgabegeräten. Das kann man mit bestimmten Klickermodellen so machen. Es gibt den Fragezettel und ich antworte zu verschiedenen Fragen in meinem kleinen Gerät. Und das wird dann zentral erfasst und ist dann möglich auch auszuwerten. Und damit haben wir den Kern der Geschichten, die ich Ihnen hier mitteilen wollte, schon geschafft. Jetzt warte ich einfach mal ein bisschen auf Fragen, die noch sind, vielleicht auch Ergänzungen Ihrerseits. Und wir tauschen uns aus. Und das wäre uns das Wichtigste. Denn jetzt haben Sie nämlich die Möglichkeit, unsere Sammlung zu ergänzen. Und die würden wir später veröffentlichen. Diese im allgemeinen Chat waren da ja schon verschiedene kleine Links hinterlegt. Die würden wir gleich nochmal in ein Fenster kopieren, sodass die quasi deutlich da stehen. Genau, für StudiP, Herr Orangis Moseni hat nochmal gepostet, auch für StudiP, wer StudiP an seiner Hochschule hat, gibt es ClickUR als Plugin. Das kann man wunderbar freischalten. Auch das ist einbindbar in die Vorlesung. Auch das läuft hier in manchen Vorlesungen. Da ist eben die Frage, wie weit kann man das in PowerPoint einbinden oder wie komfortabel ist das für Studierende, weil viele haben dann nur ein mobiles Endgerät. Auch da gibt es aber mal mittlerweile eine App für StudiP. Jetzt geht es aber hier darum, ob Sie nochmal genau diese Ergänzung, die jetzt im Chat gesammelt werden, im linken Chat, da würde ich Sie jetzt bitten, da aufzuhören, sondern das in den Hauptchat zu tun, der jetzt in diesem Fenster erscheinen wird. Und da sammeln wir einfach nochmal so Ihre wichtigsten 3, 4 Anmerkungen, die wir dann auch allen weitergeben können. Das wäre sehr schön. Auch Seiten, wo Sie sagen, da stehen tolle Informationen, Beispiele. Wir selbst haben auch mal Filme gesammelt, auch aus den Staaten, auch von Eric Masur selbst. Er hat einen schönen Film in YouTube. In YouTube gibt es einfach sehr viel zu diesen Sachen. Asnova ist in Moodle integrierbar. Ja, genau, es gibt eine Schnittstelle. StudiPair ist in Entwicklung, genau. Das ist, glaube ich, gerade auch in Halle wird implementiert. Auch da würden wir Informationen weitergeben, soweit wir das dann davon wissen. Das ist ja immer schwierig, dass man immer zeitnah davon erfährt, aber wenn die Person Catkins, ich kenne sie jetzt leider nicht, da mehr Informationen haben, würden wir uns sehr freuen. Also diese Sammlung geht nicht verloren, alle die jetzt da was eingeben. Ah, Sie sind vom LLZ, ja wunderbar, herzlich willkommen, das freut mich ja sehr. Ja, geben Sie einfach munter ein, ich gebe auch noch was dazu und dann würde ich in ungefähr 2, 3 Minuten nochmal eine Zusammenfassung machen.
habe mal den Sound abgebrochen, weil jetzt da nichts mehr Neues kommt. Das heißt jetzt nicht, dass Sie wahrscheinlich nichts wissen, sondern dass Sie wahrscheinlich noch suchen oder noch in Ihren Unterlagen kramen. Das heißt nicht, dass es vorbei ist. Sie können gerne noch, wir lassen einfach den Chat hier nochmal so stehen, nochmal auch nachlegen. Kurz, was haben wir gefunden? Markus Schmees, Elan e.V. aus Oldenburg, vielen Dank für den Link. Genau, das ist der, der auch über Audience Response berichtet. Er hat auch berichtet, dass er das LLZ gerade verlinkt hat. Vielen Dank auch nochmal ins LLZ. Ich habe dort gerade gelesen, dass genau die Entwicklung dahin weiterläuft. Ich wiederhole mich gern nochmal. Es geht mir nicht darum, jetzt genau Ars Nova nach vorn zu bringen, sondern einfach gute Möglichkeiten voranzubringen. Und da ist vor allen Dingen spannend, auch zu gucken, was gute Anwendungen sind. Also über den Schritt der technischen Systeme würde mich auch interessieren, ob Sie Ansätze, didaktische Ansätze oder auch Paper oder Veröffentlichungen zu diesen Ansätzen haben, dann würde mich auch das total interessieren. Das fände ich schön. Auch das können wir gern verteilen und auch an interessierte Lehrende dann weitergeben. Dann habe ich von Herrn Ruanges Moseni nochmal mehrere Hinweise. Einmal auf das ClickQR. Genau, dass es kostenlos zur Verfügung steht. Genau, es ist in StudiP einzubinden als Plugin. Literatur zum Thema von Markus Schmees. Und auch mal den, auf den Link zu Teaching Equaled Me. Das lassen wir dann stehen und geben das auch so weiter. Von Rebecca nochmal den Link, den ich vorhin genannt hatte. Genau, von Australia. Da sind gute Sachen hinterlegt. Auf jeden Fall, was auch die didaktischen Ansätze und Möglichkeiten angeht. Vielen Dank auch für die sich jetzt schon verabschieden. Welches System macht am meisten Sinn für die Nutzung mit Endgeräten für Stud, also für Studierende? Ich glaube, das ist eine sehr breite Diskussion, wenn ich die Frage richtig verstehe, weil viele Lehrenden zu uns dann gesagt haben, ich will gar nicht, dass die ein elektronisches Gerät auf dem Tisch liegen haben, sondern das verbieten die meisten eigentlich. Da muss man sich entscheiden, glaube ich. Es gibt viele Endgeräte, die nutzbar sind. In diesem Fall sind natürlich Tablets schöner, weil sie einen großen Bildschirm haben, aber wir haben es mit allen möglichen Smartphone-Variationen ausprobiert in der Vorlesung mit über 400 Studierenden im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Die Studierenden sind so fit in den meisten Fällen und die Abdeckung gerade auch in mathematischen also Information- und Elektrotechnik-Bereich ist eine Abdeckung von diesen Geräten bis zu 90% oder über 90%. Schwieriger war es in den Feldern Soziologie oder Kunstwissenschaften. Da war in kleineren Vorlesungen das einfach gar nicht möglich, weil da gab es gar nicht so viele Smartphones oder sonstige. Auch da muss man eben überlegen, die Studierenden darauf vorzubereiten oder zu sagen, bringen Sie doch nächstes Mal bitte mal mit. Oder man sagt, einer bringt es mit und der Nachbar kann es einmal mitnutzen. Auch das ist möglich, dass man mehrfach abstimmt. Da ist eben ein mutiges Herangehen angesagt. Wenn Sie Lust haben, das auszuprobieren und unsicher sind, können wir auch gerne noch mal beraten. Vielen alle, also alle, die da waren, vielen Dank. Informationen finden sich da und ich würde mich an dieser Stelle verabschieden, wenn nicht noch Fragen sind, sondern gern auch eine Mail an mich. Die wird gleich nochmal eingeblendet oder über die Mailadresse hier über die Eco-Webinare-Reihe und ich würde mich damit verabschieden und an Adrian das letzte Wort übergeben mit den letzten Hinweisen. Vielen Dank. Ja, Ralf, wir haben zu danken für deine sehr interessanten Ausführungen. Kurz, deine E-Mail-Adresse kann man dem unteren Feld entnehmen, Informationen zu der Sitzung. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen allen schon eingeblendet ist, ansonsten müssen Sie das runterscrollen. Da steht einmal Referent und dann Ralf Steffen, in Klammer steht dann auch die Kontaktadresse von Ralf. Ja, ich oder wir vom Team der Webinarreihe hoffen natürlich, dass Sie alle Informationen für sich, für Ihre Lehrtätigkeit, für was auch immer mitnehmen konnten. Ralf, ich persönlich fand dein Webinar sehr informativ. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie jetzt nicht noch irgendwelche Fragen haben, die Sie jetzt noch eingeben können, noch einen schönen Nachmittag. Freue mich über Ihre Teilnahme und wir würden uns natürlich sehr wünschen, wenn Sie uns in Zukunft weiter beehren würden. Ich habe das hier jetzt nochmal eingeblendet. Die Termine, die ersten Termine sind jetzt ja schon gelaufen. Aber es geht in 2 Wochen weiter mit Ausführungen von Tobias Thelen zum Thema MOOC-IP. Und dann können Sie die weiteren Termine ja auch dann entsprechend der Liste entnehmen. Sie dürfen nach wie vor weiter sich in den Chat eintragen, wenn Sie noch Informationen haben, die Sie gerne noch teilen möchten. Ansonsten war es das jetzt auch von meiner Seite. Einen schönen Tag noch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!